Bei einem Sechskant für M6 ist es wichtig, dass die Vorbohrung im Blech zwischen 9,2 und 9,5 mm beträgt. Je kleiner das Vorloch ist, desto stärker wird das Sechskant ausgeprägt. Dagegen wird bei einem größeren Loch nur noch ein sporadischer Sechskant erzeugt. Das Mundstück sollte so eingestellt sein, dass dieser Abstand weit genug ist, um mit der Standseinheit von hinten aus dem Bauteil herauszustehen. Ansonsten können die Schneidkanten sich nicht verriegeln. Durchstecken, andrücken, abziehen, Späne ausschütteln. Wenn dieser Bolzen nach dem Setzvorgang abstehen sollte, dann einfach mit dem Hammer oder einem kleinen Stift einschlagen. Wichtig ist, dass die Späne nach jedem Hub entleert werden, da das System über keine automatische Absaugung verfügt.